Für mich sind Daten im Allgemeinen, natürlich dann auch mit Kulturerbedaten, einfach eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Es gibt einen sehr schönen Artikel aus den 70er Jahren von Annelies Moore aus dem Journal of Hawaiian History über Hari Maitai. Das ist der Name dieses Hawaiiers. Seinen richtigen Namen kennen wir gar nicht. Wir kennen nur den Namen, den die Deutschen ihm gegeben haben. Maitai wahrscheinlich, weil er ständig Maikai, Maikai oder Maitai, Maitai gesagt hat. Alles toll, alles schick, alles schön. Und der ist also 1824 nach Berlin gekommen, hat nach einem Bericht aus der Vossischen Zeitung auch den ersten Hula in Berlin getanzt. Er ist von Schadow gezeichnet worden und von Humboldt interviewt worden. Und Wilhelm von Humboldt, der hat dann auch im nächsten Jahr in der Preußischen Akademie einen Vortrag gehalten dazu, zu diesem Thema. Und zwar sind es Zeichnungen von Friedrich Wilhelm IV., von Briefen und Texten Berliner Intellektuelle aus der Zeit um 1800. Jahrtausende alte Papyri. Eine Anzahl von Stoffmusterbüchern. Schlangenknochen. Keilschrifttafeln. Insekts. Rezepte von Lebkuchen. Rolling Stone. Und so finde ich, kann die digitale Welt natürlich sehr viel beitragen dazu, dass das Kulturerbe nicht nur etwas Fernes ist, sondern auch für Leute von heute immer wieder interessant bleibt. In einem anderen Projekt arbeiten wir zusammen mit Frau Professor Verena Lepper vom Ägyptischen Museum und der Papyrussammlung. Und da geht es darum, tatsächlich Jahrtausende alte Papyri zu untersuchen. Und hier bietet die Digitalisierung die Chance, diese Daten, ohne sie möglicherweise zu zerstören, eben analysieren zu können. Die Texte, die verborgen sind, auf denen Papyri lesen zu können. Und wir übertragen Techniken und Ansätze aus der Visualisierungsforschung, also die eher so ihre Ursprünge in der Informatik und auch im Interface-Design haben, auf eben diese kulturellen Datenräume. Also das heißt, wir versuchen, visuelle Zugänge zu schaffen zu den Sammlungen und zu den Beständen. Mhm. Momentan arbeite ich an dem Soundwalk. Und da geht es mir um die Sonification von Daten, also um die Wahrnehmung von Daten. Daten sind ohne eine Übersetzung ja mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar. Und deswegen habe ich angefangen, Daten in Töne zu übersetzen. Dieses Jahr habe ich ein Projekt gestartet. Es gibt eine Studie über die Nutzung von Energie in der Schweiz. Das Thema ist, ob die Energiewende bis 2050 möglich ist. Und da haben wir eine kleine Visualisierung drüber gebaut. Sonst habe ich halt beim Coding Da Vinci die letzten beiden Jahre Sachen gebaut. Das eine ist We Make Known, das Projekt. Das ist eine semantische Suchmaschine, wo man einen Suchbegriff eingibt und man bekommt eine Collage von Sachen zurück, Bilder oder Zitate oder was auch immer, die irgendwie mit diesem Suchbegriff verknüpft sind. Das andere Projekt ist Rolling Stone. Da gab es einen Datensatz vom Stadtmuseum, welche Steinarten es in Berlin eigentlich überall gibt und wo die gefunden wurden, wo die herkamen, ein paar Infos dazu. Und das haben wir mittels einer Karte und eines Graphen visualisiert, wie die Steine untereinander verknüpft sind. Da geht es um Rezepte von Lebkuchen und da habe ich ein Spiel angefangen und das möchte ich auch gerne zu Ende machen, dass man das auch dann benutzen kann. Die Hochschule ging unter anderem aus einer Webeschule des späten 19. Jahrhunderts in Berlin hervor
Und einen Teil dieses Lehr- und Studienbestandes, nämlich eine Anzahl von Stoffmusterbüchern, haben wir bis heute bei uns im Bestand und die haben wir vor 2 Jahren mit Landesmitteln digitalisiert und erschlossen und online gestellt. I was fascinated by pictures from the Naturkundemuseum from Berlin and the Natural History Museum. They had have a large collections of insects, insect boxes or this kind of samples of different species, and they are scanned with ultra high resolution, so you can really zoom into the smallest hairs of the beetles. And there was some really freaky looking beetles there that were looked like a sci-fi creature. So from this, I got the idea to make a kind of robotic beetle, like bring one of those beetles alive. Wir nutzen Kulturerbeobjekte in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist das für uns ganz wesentlich in der Lehre. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr am Coding Da Vinci Wettbewerb teilgenommen. Das war eine Kooperation mit der Weißen See Kunsthochschule Berlin. Das war ganz toll. Das waren interdisziplinäre Teams von Gestaltern und Informatikern. Wir hatten insgesamt 6 Teams, also 6 unterschiedliche Projekte, die mit diesen Daten gearbeitet haben und dann Lösungen entwickelt haben, wie zum Beispiel Floradex, eine App zur Exploration von Herbariumsdaten oder auch die Kobelkamera. Das war wirklich ein interaktives Projekt, in dem man so alte Stummfilme erleben konnte und auch sich einen eigenen neuen Stummfilm aufnehmen konnte. Zuerst haben wir gedacht, das Wichtigste ist der Scan und wir haben so eine Art Entwicklung durchgemacht als Forschungsgruppe. Als wir gemerkt haben, es geht nicht nur um die Scans, es geht auch um die Metadaten, um den Austausch der Metadaten mit den Kulturerbeeinrichtungen. Also mein Interesse ist eigentlich an der Ganzheit, dieser Forschungsdaten, einmal die Metadaten, die Bilder und die Transkription, die Annotation, alles, was man dann praktisch daran anschließen kann. Das macht für mich das ganze digitale Objekt aus und das ist das, woran ich Interesse habe. Und es ist schon klar, dass da die Forschung ohne die Unterstützung der Kulturerbeinstitutionen einfach nicht auskommen kann. Für uns war das eine sehr gute Erfahrung, auch zu erleben, diese interdisziplinären Teams, wie die miteinander funktionieren und dass Daten auch eine Art Mittlerrolle zur Verständigung da eingenommen haben. Also bei den Daten haben sich sozusagen der Bereich der Gestaltung und der Bereich der Informatik getroffen. What I really found valuable myself in, for instance, Coding Da Vinci is that you have a direct contact, face-to-face contact with the people who are experts of the content. Whether it's an expert who's expert of the archive or whether it's an expert in history or something else, this is really just a little discussion of 10 minutes can give you already much more insight than you browsing Wikipedia for 1 hour. Ja, wie gesagt, dieser Coding Da Vinci Wettbewerb, der war super, aber es kam überhaupt danach keine Kulturinstitution mal und hat gesagt, hey, wie war denn das mit unseren Daten zu arbeiten? Habt ihr denn noch mehr Ideen? Was können wir denn noch weiterhin machen? Wollt ihr es nicht wieder mal machen? Wollt ihr nicht mal hier eine Lehrveranstaltung vielleicht machen? Oder habt ihr nicht Studenten für uns, die bei uns mal was machen könnten? Und ich habe mich total gewundert. Also auf der einen Seite war das Engagement extrem groß, da mitzumachen. Und dann auch wieder ganz klein, als dann die Ergebnisse präsentiert wurden. Dann war das so, Ergebnisse sind da, nette Projekte, Checkmark, weiter. Tagesgeschäft. Also ein großes Problem ist immer die Datenqualität. Es gibt halt total viel, aber oft von Verwaltung oder Institutionen werden oft nur PDFs freigegeben, was halt als Datennutzer nicht besonders vorteilhaft ist, weil man eigentlich 80% der Zeit damit verbringt, die Daten aus dem PDF rauszubekommen und dann 20% der Zeit nur dafür nimmt, die wirklich zu verwenden. Zum einen ist es der Zugang zu Daten, also Daten wirklich zu finden, auch zu bekommen, ranzukommen, dass sie überhaupt irgendwie offen sind, also wirklich offen zugänglich und nutzbar und dann dementsprechend auch teilweise vielleicht die Schnittstellen haben oder eben auch aufgearbeitet sind, also mit Metadaten versehen und so weiter, dass sie auch dann nachher wirklich benutzbar sind, ohne dass man
dass man da in die Aufarbeitung schon die ganze Arbeit stecken muss, die man eigentlich in die Weiterverarbeitung stecken möchte. Ne? Nämlich einer besseren Datenqualität. Also, dass man, dass man einfach mehr und besser versteht, was brauche ich für Daten, um diese zum Beispiel dynamisch in einer Visualisierung unter bestimmten technischen Voraussetzungen weiter nutzen zu können. Weil auch das musste ich als Kulturwissenschaftlerin lernen, Computer lesen anders als Menschen. Und das ist, glaube ich, so die Grundlage unserer gesamten Arbeit. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat und sich die Prinzipien und die technologischen Grundlagen näher gebracht hat, kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreichen. Das war total interessant, weil wir hatten halt ganz, ganz viele Probleme. Die Studenten, die sind halt gekommen, meinten, die Daten sind unvollständig, die sind irgendwie fehlerbehaftet, wir können das Material überhaupt nicht aufarbeiten. Auch diese Stoffdaten, die waren richtig schwierig für die Studenten. Es gibt so einzelne Discovery-Sachen, die sich entwickeln, wie halt Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana. Aber sozusagen, wie man jetzt auf einzelne Bilddateien zugreifen kann, unabhängig davon, wo sie sind oder überhaupt erstmal davon erfährt, wo es welche Bilddateien gibt. Ich denke, das sind Sachen, die sich gerade entwickeln und die, denke ich, der wichtigste Teil sind. Am Beispiel von Friedrich Wilhelm kann man sagen, dass dieser Bestand in der forschenden Gemeinschaft bekannt ist und war. Sehr wenige Besucherinnen und Besucher, die sich beispielsweise in den Schlössern der Stiftung aufhalten, aber davon wussten, dass dieser König überhaupt gezeichnet hat. Und wenn die dann abgefragt werden, sagen sie doch, wonach sie suchen, ist das natürlich schwierig. Das heißt, wir drehen den Spieß um und zeigen wirklich, wenn man auf die Seite kommt, auf diese Visualisierung kommt, alle bisher erfassten 1400 Zeichnungen und geben eben sozusagen dann auch den thematischen Rahmen, sodass die Nutzerin und der Nutzer die Möglichkeit hat, überhaupt erstmal zu stöbern. Also wir sprechen auch immer vom Flanieren, wir sprechen vom Explorativen, sich nähern. Mhm. Und dann können sich speziellere Fragen ergeben und das ist so unser Ziel, dass Nicht-Expertinnen und Experten auch diesen unglaublich spannenden und faszinierenden Bestand sich anschauen können. Im Idealfall wären die Daten natürlich Open Access und jeder könnte darauf zugreifen, jeder Wissenschaftler könnte seine Forschung an diesen Daten betreiben und somit würden sich ganz neue Informationen auch zu den Daten ergeben, weil Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Fachgebiete sich vielleicht für die Daten interessieren würden. Mhm. Das Besondere sind zwei Sachen. Rezepte im Internet sind meistens nicht frei von Lizenzen, also ich darf sie nur nachkochen, ich darf sie nicht reproduzieren. Und diese Rezepte sind über 100 Jahre alt und frei verfügbar. Also unser Grundsatz im Forschungsprojekt und auch bei uns in den Labs und an der Fachhochschule ist, dass wir offen arbeiten wollen. Also wir stellen unseren Code, egal ob das jetzt in diesem Projekt ist oder in anderen, seien das studentische Projekte oder andere Forschungsprojekte, eigentlich immer offen zur Verfügung zur Weiterverwendung. It becomes also a challenge if you have different licenses. If you have more restrictive licenses and you start to put stuff together, the licenses may contradict or limit you. So I prefer a really public domain, Creative Commons Attribution. Was, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre? Mein Hauptwunsch wäre Open Access. Von den Kulturinstitutionen wünsche ich mir einfach diese Dialogbereitschaft, dass wir uns über Formate, über Standards unterhalten können. Wie machen wir das am besten, dass wir die Metadaten selbst anreichern können und zurückgeben können? I think this providing an interface that, as I mentioned, how to provide an interface that really supports the format, so not the same for still image and video and audio maybe, but really adapt it to bit if you have a lot of pictures, that you have really easy overviews of large amounts of pictures, can search based on color, for instance, and resolution is important, preferably, of course, everything in high resolution if that's possible. And with video, you could have, for instance, thumbnails of different time slots. So you would get also a quick overview of the time-based data and could tags, which I guess there cannot be enough. There could be all kinds of how is it
emotionally? Is it happy or sad or scary? I think having a lot of browsing possibilities is important. Wir haben jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass es Kuratoren gab für reale Daten. Wenn man jetzt anfängt mit Digitalisierung und dieses auch im großen Stile durchführt, also wirklich die meisten Objekte eben digitalisiert, dann wird es auch notwendig sein, Kuratoren einzustellen für diese digitalen Daten. Das heißt nicht nur für die Erhebung dieser Daten, um sie einmalig eben zu digitalisieren, sondern auch langfristig eben die Daten zu pflegen, anzureichern mit weiterer Information, vielleicht dem Stand der aktuellen Technik anzupassen. Und hierfür sehe ich die Politik in der Pflicht, dass sie eben dieses auch mit finanziellen Mitteln unterstützt. Mhm. Bei den Institutionen sehe ich momentan immer noch teilweise jedenfalls Bedenken, dass sie Angst haben, durch Digitalisierung verlieren sie einen Schatz oder geben sie etwas aus der Hand. Da würde ich mir wünschen, dass sie die Digitalisierung auch als Chance begreifen. Eben, wie ich auch vorher schon gesagt hatte, dass durch die Bereitstellung der digitalen Daten Informationen über die Daten vielleicht erzeugt wird, die sie sonst gar nicht aus eigener Kraft heraus erzeugen könnten. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Initiativen gibt, wie den Coding Da Vinci-Wettbewerb, der auf der einen Seite sehr, sehr viele Kulturinstitutionen eigentlich geschafft hat, zu aktivieren und ihre Daten zur Verfügung zu stellen, aber wie ich fand, auch viele, viele Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Informatik und Gestaltung. Und ich glaube, diese Wettbewerbe oder Aktivitäten, die bringen das auch so ins öffentliche Bewusstsein, was da eigentlich passiert und welche Möglichkeiten existieren. Und daher halte ich das für wichtig, aber insbesondere ist dann halt die Frage und auch, wie kann man es dann auch nachhaltig gestalten? Also Wettbewerbe ist so ein schöner initialer Trigger. Und dann sollte halt immer die Frage gestellt werden, gut, aber was haben wir jetzt daraus gelernt, aus diesem Prozess oder aus diesen Erkenntnissen und wie können wir das auch wieder zurückspielen in die Kulturinstitutionen, um vielleicht dann auch vielleicht längerfristige Kooperationen aufbauen zu können. Dennoch würde ich mir wünschen, dass auch der Fokus der Politik und der Fördergelderstruktur ein bisschen stärker auf die Nachnutzung gerichtet wird. Also das heißt, wir haben mittlerweile schon unglaublich viele Datenbestände und ein Wunsch von mir wäre es jetzt, den Fokus darauf auch mal zu richten, was machen wir jetzt eigentlich damit?